Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in Köln in der Heimkinobothek. Heute geht es um den JVC NZ9. Den haben wir bei mir eben vermessen, mit Ecki zusammen. Hi Ecki. Hi. Und wir fahren jetzt mal raus zu meinem Kunden, mit Ecki zusammen. Genau, ja. Wir haben das Gerät tatsächlich gemeinsam vermessen. Wir wissen also schon die ganzen Hardfacts, zeigen wir euch gleich. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist das Gerät mal wirklich mit Filmmaterial uns anzuschauen. Das machen wir gleich beim Kunden. Das Gerät ist nämlich verkauft und jetzt fahren wir dahin, bauen den auf und dann schauen wir mit euch gemeinsam das mal an. Ich bin auch schon ganz gespannt. Bis gleich. Wir befinden uns jetzt hier beim Kunden. Der JVC-Beamer, der ist montiert. Wir haben sogar da vorne einen Anamorphoten. Genau, aber ein bisschen komplizierter. Wir mussten die Deckenhalterung mit der Anamorphotenhalterung mit dem Beamer verheiraten und das an die Decke hängen. Hat aber alles geklappt. Und, jetzt hängen die 50, 100 Kilo an der Decke, aber wird halten. Genau, der Anamorphot soll die Lichtausbeute maximieren. Mhm. Denn wir haben hier eine 3,20 Meter breite Kontrastleinwand. Und zwar eine Stuart Phantom. Ja. Und die soll den Inbildkontrast natürlich retten, weil die Wände hier hell sind. Aus innenarchitektonischen Gründen müssen die Wände hell bleiben. Und um den Kontrast natürlich zu erhalten, wurde hier die Stuart Phantom aufgehängt. Die kostet aber natürlich schon eine gewisse Lichtmenge. Ich weiß gar nicht, wie es wieder gehen ist, aber unter 1. Unter 1 wird er sein. Und in Kombination mit 3,20 Meter Breite ist das natürlich schon eine Herausforderung. Zum Anamorphoten müssen wir aber noch sagen, das ist eine 21:9 Leinwand. Also für alle, die nicht ganz so im Thema drin sind, ist also eine 21:9 Leinwand und der Anamorphot, der dehnt das Bild komplett in die Breite. Und dadurch kann ich also auch die Bildpunkte, die normalerweise überhalb der Leinwand liegen, nutzen. Das heißt, der Beamer streckt das Bild elektronisch und der Anamorphot zieht das dann also in die Breite. Dadurch nutze ich das ganze Panel und habe mehr Lichtausbeute. Ja, genau. So, und das ist hier installiert. Das ist jetzt gerade noch alles etwas provisorisch. Muss noch ein bisschen genauer ausgerichtet werden. Aber für den ersten Seheindruck wird das, glaube ich, schon mal reichen. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal mit an. Der spannendste Ausgangspunkt bei jedem High-End-Beamer ist natürlich die Helligkeit, die er erzeugt, möglichst auch bei korrekten Farben. Der NZ9 ist ja mit 3000, spektakulären 3000 Lumen angegeben, was ja für ein Projektor gerade mit diesen Kontrasteigenschaften wirklich sehr, sehr gut ist. Das haben wir natürlich mal nachgemessen. Erfahrene User von euch wissen, dass das immer Bruttoangaben sind, werden also erzielt, wenn man dem Beamer alle Reserven entlockt. Das haben wir hier auch mal gemacht. Wir haben natürlich in erster Linie die Laser Power auf hoch gestellt. Der JVC hat tatsächlich nur drei Stufen, Low, Mittel und High. Und High. Bei anderen Modellen ist das in bis zu 100 Stufen regelbar. Ich finde das eigentlich besser, weil man das dann besser auf die Bildgröße. Genau, das ist eigentlich, ja. Also in der Klasse hätten wir da vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ist ein bisschen grob, muss man sagen. Ja. Und dann haben wir die Farbtemperatur auf die native Farbtemperatur gestellt. Das geht beim JVC mit Hilfe des High-Bright-Settings für die Farbtemperatur. So, dann machen wir nochmal alles auf Anschlag. Und das Bild haben wir auch noch in der Größe maximiert. Denn je näher man ihn an die Leinwand stellt und das Bild voll groß zoomt, hat man mehr Lichtausbeute. Ja, und wir haben ihn tatsächlich auch auf sein natives Format gestellt. Denn der VC berücksichtigt natürlich auch, dass dieses Gerät ja breiter ist als 16:9. Das muss man bei der Lumenberechnung auch berücksichtigen. Also bei der Fläche, die wir dann haben. Wenn man das alles berücksichtigt, dann bekommt man den maximal möglichen Helligkeitswert. Und der lag eigentlich ziemlich punktgenau bei 3000 Lumen. Genau. Also, genau. Knapp drunter, aber fast erreicht. Richtig, also diese inflationären Werte von anderen mit 3400, 3500 Lumen können wir nicht bestätigen, auch nicht mit einem Fenstertestbild. Aber 3000 Lumen ist das, was der Hersteller verspricht. Das sind immer Bruttowerte und insofern alles okay von dieser Hinsicht. Durch die Kalibrierung verliert man natürlich immer ein bisschen. Man hat nämlich hier bei dieser nativen Farbtemperatur einen Grünstich. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht bei dem YouTube-Video jetzt. Die Kamera macht ja mal einen Weißabgleich, also machen wir hier Scheinwerfer, damit man uns auch noch sieht. Also wir haben hier schon einen leichten Grünstich. Wenn man den wegkalibriert, dann verliert man ungefähr
500 Lumen. 2500 hätten wir dann. Ja, wir landen dann ziemlich genau bei 2500 Lumen. Hier nochmal kleine Bemerkung, man könnte natürlich den Projektor auch auf 6500 Kelvin stellen. Dabei haben wir aber auch gemerkt, dass der Rotkanal etwas zu kräftig ist. Das heißt, es wird Potenzial verschenkt. 7500 Kelvin ist eine bessere Ausgangsbasis, aber auch hier wird er tatsächlich bei diesem Gerät ein bisschen verschenkt. Das hängt allerdings, bei 9300 wird er dann wieder dunkler, das kann man also nicht nehmen. Man könnte von Halbbreit runter kalibrieren, hat meistens aber auch Nebeneffekte, die dann nicht so gewollt sind. Aber es ist relativ sicher zu sagen, man kann 2400 bis 2500 Lumen bei perfekter Farbtemperatur erreichen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. An der Stelle ist aber auch noch angemerkt, dass wir festgestellt haben, dass die Laserlichtstärke sich stark auf die Farbtemperatur auswirkt. Wenn man die runterfährt, ich weiß nicht, ob man das im Video vielleicht sehen kann, dann wird das Bild verliert tatsächlich an Blau. Wenn man den jetzt auf Mittel stellt, wird das Bild grünlicher. Und wenn man ihn auf Low stellt, wird es sogar noch grünlicher. Wir haben das natürlich nachgemessen. Das läuft fast ausschließlich über den Blaukanal. Also es wird praktisch gelblicher, das Bild, er reduziert Blau. Und tatsächlich, bei dem Low-Setting kann man diesen Blaumangel auch nicht mehr ausgleichen. Das heißt, man verliert durch die Kalibrierung dann nochmal etwas Licht. Das wird also ein Doppeltlicht dadurch. Das heißt, ja, wer die beste Bildperformance will, sollte ihn möglichst in High oder Mittel fahren. Wobei man auch da anmerken kann, der Lüfter ist jetzt nicht wie bei anderen Projektoren, dass er da irgendwie besonders... Nein, also der Beamer ist... eigentlich angenehm leise, ist vergleichbar mit den... Ist auch kein großer Unterschied bei den... Ist auch vom Klang, es ist jetzt nicht so ein störendes Lüftungsgeräusch. Ja. Für HDR braucht man ja eh alle Bildlichtreserven und so weiter und so fort. Also man kommt jetzt ungefähr auf, wie gesagt, 3000 brutto, ungefähr 2,5 kalibriert. Da gibt es ja noch eine Besonderheit, gerade eben auch wieder für HDR mit Kino-Farbraum. Er verwendet einen Farbfilter. Er hat also einen nativen Farbraum ohne Farbfilter. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und er hat einen extra DCI P3 Farbfilter, der den Kinofarbraum abdeckt. Wenn der in den Lichtweg geschoben wird, das können wir hier mal machen. Das kann man hier alles sehr schön machen. Er hat wirklich super viele Farbprofile. Man kann hier wirklich alles konfigurieren, egal ob man SDR oder HDR zuspielt. Echt super. Jetzt hat er den Farbfilter reingefahren und das Bild ist auch schon, man sieht mal bei Auge, etwas dunkler. Und ja, dadurch verliert man nochmal ungefähr 500 Lumen, ziemlich genau. 20% waren das? Ja, genau, etwas genau. Das heißt, das Gerät landet dann netto, also kalibriert, mit Farbfilter bei knapp 2000 Lumen. Das ist immer noch sehr hell, aber man verliert da schon natürlich einiges an Potenzial. Ob es sich lohnt, den Farbfilter reinzufahren, also ob er wirklich so viel bringt, gegenüber dem Lichtverlust, das werden wir natürlich gleich mal untersuchen. Aber zuerst machen wir weiter mit dem Schärfetest. Nein. Kontrast natürlich. Wir reden doch nicht von einem JVC. Ist doch wichtig. Alles klar. Wir haben uns den Kontrast angeschaut, Ecki, von dem JVC. Genau, wir haben jetzt ein paar Messreihen durchgeführt. Enttäuschung oder das, was JVC ja vorgibt? Was ja, eigentlich wie schon bei der Helligkeit. Das, was JVC vorgibt. JVC gibt 100.000 zu 1 an nativen Kontrast. Klingt natürlich enorm viel, obwohl sie das in der Vergangenheit schon öfter gemacht haben. Auch hier muss man natürlich wissen, 100.000 ist der maximale Wert. Der maximale Wert wird erreicht, wenn man die Helligkeit des Beamers maximiert, also wieder Laser auf hoch stellt, und die Irisblende. Er hat ja tatsächlich weiterhin Streulichtblenden im Objektiv. Ja. Wenn man die komplett herunterfährt. Das geht hier mit Aperture, man sieht das hier unten. Das Bild wird jetzt also Jetzt fährt er diese Blende zu. Dadurch wird das Bild natürlich auch deutlich dunkler. Wir haben jetzt nicht die komplette Messreihe gemacht, wie viel Lumen er noch hat, aber man sieht, dass das sehr, sehr viel Licht verliert. Und dann haben wir gemessen und wir kamen auf 109.000 zu 1. Also fast wieder eine Punktlandung. Gerade wenn man diese Höhe, Größe dieser Zahl berücksichtigt. Also 109.000 zu 1. Aber viel wichtiger ist natürlich für die Praxis, wie viel Kontrast nativen kann er denn mit dieser enormen Helligkeit, die er hat, 2500 Lumen kalibriert bis 3000 brutto, wie viel kann er damit kombinieren? Und da liegen wir so bei 25.000 bis 30.000, wieder je nachdem von Zoom abhängig und ein bisschen auch, wie man ihn kalibriert hat. 25.000 bis 30.000 ist ein realistischer Wert. Das ist natürlich
ein sehr, sehr guter Wert. Man muss das mal im Verhältnis setzen. Wir haben ja festgestellt, dass die neuen Sonys, die ja auch heller geworden sind, aber an nativen Kontrast ganz schön eingebüßt haben. Die lagen ja nur noch bei 7.000, 8.000 nativ. Und er schafft also hier gut das Vierfache, ja, das drei bis Vierfache, das Vierfache rund von seinem Hauptkonkurrenten bei dieser Lichtleistung. Ja, wenn man ein bisschen Licht einspenden will, kann man natürlich diese Zahl auch erhöhen. Und er hat natürlich auch noch ein Laserdimming. Das erreicht. Aber wie gesagt, nur die drei Stufen. Und dann nochmal vielleicht kurz. Er hat noch so ein Echtzeit-Dimming. Also, das kann man auch nochmal kurz zeigen. Auch so ein dynamisches Dimming, genau, meinst du jetzt? Er hat jetzt noch ein Laser-Dimming, das ist hier bei Dynamic Control, wo er das an den Bildinhalt anpasst. Das hat bei JVC ja immer so ein bisschen Nebenwirkung. Perfekt arbeitet das nicht, ist aber auch besser geworden. Das schafft natürlich nochmal einen Faktor. Das ist natürlich dann über 100.000 dynamisch möglich. Das ist dann nochmal eine Verbesserung. Muss man sich aber angucken, ob man damit diesen Nebenwirkungen leben kann. JVC-Fans sind ja mehr so die Nativ-Fans. Aber die Option hat man hier auch. Und natürlich ist das ein sehr, sehr guter Wert. Kurze Anmerkung noch, der maximale Kontrast, der wird erreicht, wenn ich im Telebereich bin. Also wenn ich das Bild maximal klein mache. Oder die Iris schließt, also das ist fast dasselbe. Zwei Faktoren, man könnte jetzt den Beamer maximal wegstellen oder die Iris komplett schließen. Man kann auch beides machen, das bringt dann aber meistens nicht mehr. Also dann ist es auch wirklich dunkel. Aber das stimmt, je weiter man wegmacht, desto höher ist auch der native Kontrast. Genau, das war der On-Off-Kontrast. Und dann haben wir uns hier mit dem Schachbrettmuster noch den Bildkontrast. Richtig, ein Kritikpunkt, den wir ja oft gegenüber JVC geäußert haben und der natürlich auch gerechtfertigt ist, war ein relativ niedriger ANSI-Kontrast. Das heißt, es entsteht relativ viel Streulicht im Objektiv und im Lichtweg. Und die Geräte hat sich schon verbessert. Bei unserem MP5 haben wir das, da hatten wir schon Werte über 200:1 und so weiter. Hier ist jetzt extra ein enorm aufwendiges Objektiv verbaut und diese Streulichtblenden sind drin. Wir haben auch hier mal gemessen, mit einem Schachbrett natürlich. Und wir messen, ohne dass die Streulichtfilter aktiviert sind. Also der schlechteste Wert, den wir gemessen haben, ist 350:1. Das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Auch da schließt JVC jetzt zu Sony auf. Die liegen ja auch immer so um den Dreh. Das heißt, er kann tatsächlich seinen hohen On-Off-Kontrast endlich auch mit einem sehr, sehr hohen Inbild-Kontrast kombinieren, auch bei hellen Szenen. Ja, und wenn man dann noch diese Streulichtblenden wieder aktivieren, dann sind wahrscheinlich dann noch höhere Werte möglich. Als nächstes haben wir uns den Farbraum angeschaut, Ecki. Ja, richtig. Auch hier keine negativen Überraschungen, wenn ich das vorwegnehmen darf? Oder? Hier müssen wir ja unterscheiden zwischen dem Farbraum, den er nativ ohne den Filter schafft und dem Farbraum, den er mit diesem speziellen DCI-Filter schafft. Bei dem nativen Farbraum ohne gibt es eigentlich wenig Überraschungen. Es ist diese leichte Einschränkung in Rot und leichte Einschränkung in Grün. Grün ein bisschen größer. Bei 2500 Lumen kalibriert, wie wir schon gesagt haben, erzeugt er eigentlich einen sehr großen Farbraum. Wenn man jetzt den Filter hineinfährt, ja, dann verlieren wir nochmal 500 Lumen, haben wir ja schon erläutert, sind wir ungefähr 2000 und wir haben den vollen DCI-Farbraum, sieht man ja in unserer Messung. Mhm. Also auch hier eigentlich das, was JVC verspricht. Die große Frage ist immer, sollte man dieses Licht gegen diese Farben tauschen, ne? Das hängt dann ja auch mit der Leinwandbreite zum einen ab. Das hängt mit der Leinwandbreite ab. Ich habe bei anderen Modellen immer eigentlich den Hellmodus empfohlen, ohne Farbfilter, aber die sind ja auch von Haus aus nicht so hell gewesen. Und nicht den Punch. Ja. Er hat ja jetzt natürlich mit dem DCI-Filter immer noch 2000 Lumen netto. Mhm. Das ist natürlich ein sehr guter Wert, kann man auch mit arbeiten. Ich persönlich bin so ein bisschen Helligkeitsfan, ich würde den Filter wieder draußen lassen, denn ganz ehrlich, diese intensiven Grüntöne, so oft kommen die in Filmen eigentlich nicht vor. Die Rottöne schon. Schade, dass er hier so ein bisschen Verlust hat. Aber auch hier erzeugt er ja ein sehr gutes Rot. Ist ja nicht so, dass das jetzt hier nur Rec 709 Rot ist. Ich persönlich würde wahrscheinlich zugunsten der Helligkeit mich entscheiden. Aber das ist wirklich eine persönliche Abwägung, wie du schon richtig gesagt hast. Bildgröße ist auch entscheidend. Bildgröße spielt eine große Rolle, vielleicht auch ein bisschen was der Film, inwieweit der jetzt von Farben lebt, ist er vielleicht ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler abgemastert. Da kann man wirklich, also das Schöne ist, man kann bei dem Beamer vielleicht wirklich ein bisschen mitspielen. Also uneingeschränkt empfehlen vielleicht nicht. Ja, es ist immer in einer gewissen Breite, dann fehlt vielleicht ab und zu der Punch. Ich bin persönlich gar kein Fan mehr von diesem Filter, weil man immer dieses
im Unterbewusstsein, immer diesen Tausch, den man da... Ja, das sage ich meinen Kunden aber auch, also vom Gehirn her, man reagiert eher so auf die Helligkeit positiv. Ja, ja, und diese schon. Farben, richtig. Ja, das ist dann nicht ganz so relevant. Ja, vor allen Dingen, es sind hauptsächlich Grüntöne, wo er wirklich einen größeren Unterschied hat. Und das kommt so häufig nicht vor. Also es ist Goldtöne und so kann er nämlich, weil das auf dieser Achse liegt, perfekt darstellen. Ja. Also das ist Geschmackssache, das sollte jeder für sich entscheiden und auch von der Bildgröße abhängig machen. Auf jeden Fall, die Performance wird hier erreicht, die JVC verspricht und das ist durchaus gut. Okay, und jetzt ab zur Schärfe. Bei dem JVC NZ9 handelt es sich um einen Beamer mit einer nativen 4K-Auflösung, was allerdings zusätzlich die Option hat, mit einem sogenannten E-Shift-Verfahren, was wir ja schon ein paar Mal erklärt haben, bis zu 8K darzustellen. Und der kann auch 8K-Eingangssignale verarbeiten. Genau, der hat HDMI 2.1 jetzt und kann 8K-Signal, ich glaube, bis 60 Hertz verarbeiten. Ja. Haken an der Sache, trotzdem leider... Der Content fehlt. Genau, wir haben leider keine 8K-Filme. Es ist natürlich aber auch trotzdem interessant zu gucken, ob er auch die Schärfe oder die Details etwas verbessern kann, wenn man mit 4K zuspielt. Und um das mal zu überprüfen, haben wir ein 4K-Standbild mit sehr vielen Details genommen. Dafür eignen sich wirklich diese Skylines, wenn wir wirklich Kleinstdetails haben. Und wir haben den, genau das mal jetzt zugespielt. Das ist jetzt der Ausschnitt, den ihr gleich das ist wirklich, mal sehen geht bis auf ein Pixel Breite runter. Und jetzt kann man einfach mal gucken, wenn man das 8K E-Shift an- und ausmacht, ob das wirklich nochmal Details bringt oder Schärfe bringt. Man muss das ja interpolieren. Im Signal ist es ja so nicht drin. Das Ergebnis ist, wenn man das 8K aktiviert, der Gunnar hat ja hier mal ein paar Makroaufnahmen gemacht, dann sieht man, dass er tatsächlich diese kleinen Details noch besser herausarbeitet. Aber wenn man das so ein bisschen kritisch beobachtet, sieht man auch, dass er den Pixelkontrast so ein bisschen anhebt. Man kennt das ja unter Super Resolution oder Reality Creation. Da wird auch ein bisschen in der Signalverarbeitung meiner Meinung nach getrickst. Denn trotzdem ist das Ergebnis, man sieht schon einen leichten Schärfegewinn, zumindest wenn man sehr nah an der Leinwand ist. Bei Spielfilmen ist das, glaube ich, etwas relativ, denn die haben selten so eine Detailauflösung. Dann geht das eigentlich schon wieder unter. Und wir haben natürlich auch untersucht, das war ja von einem anderen NZ-Gerät her bekannt, dass da Bewegungsschärfe verloren geht. Deshalb haben wir einfach auch mal Bewegtinhalte, auch schneller bewegte Inhalte, auch mal mit und ohne Zwischenmitberechnung aktiviert. Und siehe da, das E-Shift kostet etwas an Bewegungsschärfe. Nicht viel, nicht so viel wie bei den kleineren Modellen. Aber es ist schon ein gewisser Bewegungsschärfeverlust da. Also unterm Strich würde ich sagen, wenn man eine 8K-Quelle hat, Fotos oder was man sonst so in 8K bei uns dann auftreiben kann, dann würde ich das E-Shift aktivieren. Aber wenn man 4K zuspielt, ist vielleicht die Bewegungsschärfe. Es ist, ja, man verliert auch nicht viel Bewegungsschärfe, nee. Aber ja, man gewinnt auch nicht viel an Schärfe. Also es ist ein ganz hohes Niveau. Halt. Ja, also man braucht es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht bei 4K-Zuspielung. Trotzdem, super, dass er 8K empfängt und auch darstellen kann. Für die Zukunftssicherheit ist das natürlich schon ein dickes Plus, gerade in dieser Preisklasse. Also für mich erstmal krass beeindruckend, das Bild, Ecki. Auf der Größe, mit der Akustik, ob schalltransparenten Leinwand, wo wir Licht verlieren. Stimmt, es ist ja eine Phantom, auch noch schalltransparent. Ist noch schalltransparent, das heißt, da verlieren wir ja auch nochmal 10-20%. Ja, Stuart gleicht das etwas aus mit dem Coating, aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor, eine Kontrastleinwand auf der Breite ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, eine Herausforderung. Gerade auch mit HDR-Inhalten. Und wir haben ja jetzt hier Blade Runner am Laufen. Ist auch nicht gerade ein anspruchsloser Film, was HDR angeht. Genau, viele Szenen, die im unteren Bereich spielen. Viele dunkle Szenen, wo es auf Durchzeichnung ankommt. Aber auch helle Szenen, wo es auf Kontrast ankommt und Inbildkontrast. Und sieht hier, wir haben natürlich uns auch mal ein bisschen mit den Einstellungen beschäftigt. Das ist ja tatsächlich vor allen Dingen eine der Themen, wo sich JVC deutlich von Sony inzwischen absetzt. Am Anfang war tatsächlich Sony noch ein bisschen im Vorteil mit, weißt du noch, wir haben ja damals ein Video gemacht. Genau, dieser Kontrast in der Hand. Über den Kontrast in der Hand, wie gut der mit HDR zustande kam. Und JVC hat damals noch statisch gearbeitet. Und dann hat JVC ein dynamisches System entwickelt. Das hat am Anfang auch noch Schwächen. Aber die haben das tatsächlich konsequent immer weiterentwickelt. Und das ist ja jetzt die neueste Stufe mit ein paar neuen Funktionen. Wir haben natürlich das Frame Adapt HDR und so weiter. Und es gibt ja jetzt auch noch die Möglichkeit, den HDR-Modus noch
auf Auto-Wide zu stellen, um besonders viel Dynamikumfang rauszuholen. Allerdings ist dann auch die Gefahr wieder, dass die Überstrahlung ist. Oben ein bisschen rausbrennt. Genau. Ja. Da muss man sich noch ein bisschen mit beschäftigen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das alles gut eingestellt hat, dann zeigt sich wirklich eine sehr beeindruckende Plastizität. Das Bild wirkt auch an keiner Stelle jemals zu dunkel. Mhm. Die Durchzeichnung ist immer da. Also gerade hier bei Blade Runner hat man das gut gesehen. Das passt da wirklich hervorragend an. Und der Inbildkontrast, die 350:1, die sieht man auch. Das ist ja das, was mich persönlich immer ein bisschen gestört hat bei JVCs, dass bei HDR das Bild irgendwie doch immer ein bisschen ausgewaschen aussieht. Das ist komplett weg, der Look mit dem NZ9. Das ist wirklich, hat man diesen Inbildkontrast. Ja, lass doch mal zu den Specs gehen. Wir haben uns das Gerät ja auch genau, also eigentlich bestätigt sich schon das, was wir uns erhofft haben, ne? Mit 2.500 Lumen brutto. Wir haben jetzt auch tatsächlich in dieser Konstellation auf den Filter erstmal verzichtet. Mhm. Könnte man bei Blade Runner sogar vielleicht einschalten, den Schwarzwert sogar nochmal zu verbessern. Ja. Allerdings hat der Beamer ja nicht wirklich einen Schwarzwert-Defizit. Wir haben den Modus 3 aktiviert, diesen neuartigen Dimming-Modus. Sehe ich bisher auch kein störendes Pumpen. Ja. Also das erhöht ja nochmal den Schwarzwert oder verbessert nochmal den Schwarzwert. Wirkt recht, wirklich sehr gut. Insofern diese 2.500 Lumen mit dem Dimming auf jeden Fall ausreichend, also mehr als ausreichend für diese Bildbreite und Kontrast an der Wand. Helligkeit, Kontrast, das sind ja so Specs, die haben wir ja vorher schon gemessen gehabt. Das hat man eigentlich auch, oder hoffte man zu erwarten laut Datenblatt. Genau, aber es ist natürlich ohne die Signalverarbeitung, ne, weiß man nicht, wie es letztendlich aussieht. Und das hat wirklich JVC sehr gut im Griff mittlerweile. Mhm. Also das Bild wirkt natürlich, nicht irgendwie überstrahlt, die Durchzeichnung ist da. Und das passt halt auch mit den guten Messwerten auch zusammen dann. Also das ist wirklich schon beeindruckend, das Ergebnis. Und was man auf dem Datenblatt auch nicht so erkennt, ist halt, ja, was macht, da ist ja ein teures Objektiv verbaut, das ist ja ein riesen Klunker, der davor steht. Was kommt für eine Schärfe an? Ja, und, also die optische Schärfe, man musste tatsächlich ein bisschen die Konvergenz nachstellen. Wir hatten ja so Rotsäume. Die sind auch in den ersten paar Minuten schon gedriftet. Mhm. Das haben wir jetzt eingestellt. Es war aber nur ein Punkt. Also es war jetzt nicht so jetzt wie bei einigen großen Geräten, wo man dann minus 10 oder sowas machen musste. War auch eine relativ gleichmäßige Verschiebung. Genau, es war minus 1 oder minus 2, glaube ich. Man musste jetzt hier nicht ewig viel Zeit investieren. Mhm. Die Schärfe wirklich sehr gut. Also das Objektiv, dass das ein höherwertiges Objektiv ist, sieht man auf jeden Fall. Nicht nur durch den ANSI-Kontrast, eben auch durch diese Schärfe auch im Randbereich. Also auch bei dem Testmuster oder beim Einstellen vom Objektiv links, rechts keine Schärfenverteilung gewesen. Wir sind auch relativ nah hier an dem Bild. Das ist, glaube ich, so ungefähr einfache, ne, Bildbreite. Mhm. Kann man bei 4K machen. Mit der Schärfe eigentlich kein Thema. Also das sieht wirklich auch angenehm scharf aus. Wir haben die Zwischenbildberechnung an, auf niedrig. Niedrig ist bei JVC wirklich sehr subtil. Ja. Ich persönlich mag das, denn ich bin nicht so ein Fan von diesem Soap-Look. Genau. Meiner Meinung nach wird der Kino-Modus gut erhalten. Für manche von euch ist es vielleicht zu wenig Zwischenbildberechnung. Leider hat der JVC nur 2 Stufen. Der eine gut, aber dann kann ich ja in die höhere Stufe noch gehen. Ja, aber der ist dann sehr soapig. Ne? Der hat gut, schon sehr viel. Ja. Für mich ist das sehr gut. Also ich würde den so benutzen. Normalerweise schalte ich das persönlich ab, aber ich würde das hier so benutzen. Also gerade auf der Breite von der Leinwand finde ich es angenehm, also wesentlich angenehmer zu schauen. Ja. E-Shift, waren wir uns mit dem Kunden einig, den stört auch noch so ein bisschen dieses minimale Brummen, das erzeugt. Also es ist wirklich minimal. Aber das haben wir hier deaktiviert, ist nicht notwendig. Da müssen wir halt auf 8K-Quellen warten, bis man das wirklich. Genau, da muss man mal schauen, wie das dann wirklich wirkt. Effektiv nutzen kann. Und man muss ja auch sagen, dass wir ja festgestellt haben, dass das E-Shift in Kombination mit der Zwischenbildberechnung ein bisschen Schärfe kostet. An Bewegungsschärfe etwas kostet, dass es uns persönlich eher schärfer vorkam, also ohne das 8. Also das ist wirklich, aber im Ergebnis trotzdem wirklich hervorragend in der Schärfe. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, große Schwächen hat der JVC nicht. In schwarzen Szenen sind uns ein bisschen helle Ecken aufgefallen. Das ist typisch JVC. Ich habe eigentlich auch noch keinen JVC gesehen, der keine... Also wir reden hier wirklich von leicht aufgehellten Ecken. Genau, das ist jetzt nicht zu vergleichen. Also ich habe ja öfters Kunden bei mir, wo dann die JVCs verglichen werden. Wie sind die Ecken? Also ich habe noch keinen JVC gesehen, wo die Ecken so gering aussehen. Das ist schon sehr gering. Und wenn man an die erste N-Serie denke, da war ja damals dramatisch schlecht. Genau, da möchte ich, also da bitte nicht, dass dann im YouTube-Video jetzt wieder was hochkommt. Das ist in
keine Art und Weise mit den Ecken. Genau. Hellen aber Ecken wenn wir schon bei Kritik sind, man hat schon noch so leicht aufgehellte Ecken. Genau. Ja. Das ist JVC typisch, das ist auch kein Fehler, das ist praktisch bauartbedingt. Mhm. Das kann man ein bisschen bemängeln. Gut, Farbfilter, diese Thematik haben wir schon besprochen, die haben wir jetzt ohne, man könnte sie vielleicht auch aktivieren. Mhm. Rauschen sind die Geräte ja auch, klar, sie rauschen noch ein bisschen mehr als die Sonys. Dafür haben sie eine höhere Farbtiefe, es gibt nicht diese Farbreduktion, aber das Rauschen ist auch deutlich besser geworden gegenüber vergangenen Generationen. Also auch das ist kein wirklich gravierender Störpunkt mehr. Mhm. Insofern, große Schwächen hat der Beamer nicht. Also was mir gerade wieder aufgefallen ist, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, da ist eine Entwicklung bei JVC. Also man kann den JVC oder die neueren JVC-Geräte nicht mit den Modellen vorher vergleichen. Also das, wie bei anderen Herstellern, wo das ein bisschen gleich bleibt. Das ist ja auch das, ne, wenn man mir als Journalist mal sagt, du bist aber sehr kritisch oder vielleicht geradezu gemein. Also JVC, die erste Generation 4K-Beamer war okay, aber die hatte deutliche Schwächen. Und JVC hatte aber auch, deshalb bin ich jetzt so lobend für JVC, die haben das schon ernst genommen. Die haben an den Geräten gearbeitet, an der Signalverarbeitung, an dem Inbildkontrast, an der Schärfe und so weiter. Und die haben das verbessert. Und man sieht, dass hier wirklich Fortschritte passieren. Mhm. Und bei anderen Herstellern sehe ich eher Stagnation bzw. Rückschritte sogar. Ja, und das muss man eben an entsprechenden Stellen auch mal würdigen. Und klar, der NZ9 ist auch ein Beamer, der kostet UVP 24. 99, also 25.000 Euro. Ja, 24, ja. Also 25 sogar, ja. Da kann man auch hohe Ansprüche stellen, nicht? Mhm. Und man wird aber eigentlich meiner Meinung nach nicht enttäuscht mit dem Gerät. Also, zumal wir auch wissen, dass die JVC-Geräte sehr langzeitstabil sind, dass das Gerät auch, gerade jetzt mit Laserlichtquelle, auf viele, viele Jahre eben diese Qualität hält. In der Summe also, wer das Geld übrig hat, wem es nicht wehtut, kann sich so ein Gerät eigentlich unbesehen bestellen. Und dann kommt der Gunnar zu euch nach Hause, baut es auf, misst es ein. Ja gut, ungesehen würde ich es jetzt nicht machen. Also schon wichtig, dass der Händler das mal prüft. Also ja, ich meinte jetzt mit unbesehen. Also dass also man ich würde so ein Ding macht. Nicht online im Netz bestellen. Ja, richtig. Schiefgehen kann natürlich immer was. Aber ja, genau. Ja. Es sind ja auch Geräte, die nur über den Fachhandel eigentlich vertrieben werden. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Also das ist bleibt ein komplexes Thema. Auch hier die Aufhängung. Da hätte auch was schiefgehen können. Mit unbesehen meinte ich jetzt, dass man eigentlich nichts falsch macht. Man kann ihn einfach direkt bei dir bestellen. Du prüfst ihn dann schon. Genau, das passt dann schon. Ich glaube, das war auch ganz gutes Schlusswort von dir, Ecki. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die ruhig in die Kommentare. Das wäre auch nochmal super interessant. Zu dem Gerät, zum Setup, vielleicht auch noch zu den Messergebnissen. Weil ich denke, da kommen doch noch ein paar Fragen auf. Und da werde dann nicht nur ich, vielleicht kommt dann der Ecki, der hilft mir dann nochmal beim Beantworten von den Kommentaren. Wenn du mir Bescheid da können wir dann mal schauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hoffen, wie gesagt, hat es euch gefallen. Und bis dann, euer Ecki und Gunnar. Bis dann, ciao. Tschüss.